Seit 100 Jahren steht der Gebirgstrachtenerhaltungsverein in St. Johann im Pongau für gelebte Brauchtumspflege. Der Festauftakt am Samstag musste zwar ins Festzelt verlegt werden, der guten Stimmung tat das aber keinen Abbruch. Ja, unser Verein, unser Hauptverein besteht aus Kindergruppe, Jugendgruppen, die Aktiven sind, die Älteren dann. Da haben wir noch die Ausrücker und unsere Mitglieder, die was uns unterstützen. Wir haben da von 5 bis 3 und 1 Gast dabei. Das ist ganz spannend. Insgesamt haben wir über 300 Mitglieder und davor haben wir über 130 Aktive. Das ist schon eine ganze Menge und wir schätzen uns in Salzburg zum größten Verein, was Heimatvereine betrifft. Der Verein wurde 1924 von Georg Windhofer gegründet und setzt sich seither unermüdlich für die Nachwuchsarbeit ein. Also zurzeit haben wir einen großen Zulauf. Es ist voll gut zu arbeiten. Die Kinder fangen so, wenn sie jetzt einmal in die erste Volksschule gehen, kommen sie zu uns. Und das geht so ungefähr bis 13 Jahre. Und dann gehen sie auf die Jugendgruppen um mich weiter, was ihr schon gesehen habt. Und da geht es dann weiter. Wir sind voll stolz drauf, dass wir so viele Junge nachkriegen. Und es ist einfach gut, mit den Kindern zu arbeiten. Der Höhepunkt zum Festauftakt ist dann der Weltrekordversuch im Schuhplatteln. Wollen wir versuchen, an die 300 Leute dazu zu bewegen, gleichzeitig einen Holzhackerplattler zu machen, tanzen, auch platteln und die Schläge vom Holzhacker richtig zu machen. Auch das haben wir einer verlegen müssen ins Festzelt, aber trotzdem lassen wir uns da nicht ankriegen und da wollen wir den Weltrekordversuch machen und den auch natürlich bestehen und knacken. Für den neuen Weltrekordversuch hacken, sägen und platteln 258 Volkstänzer zu den Klängen des Holzhackermarsches, gespielt von der Bauernmusikkapelle St. Johann. Ja, ich finde das eigentlich total super, weil ich glaube, jede Veranstaltung braucht irgendwas, was die Leute anzieht. Und ich glaube schon, dass der Tanz oder die Plattler eine sehr starke Bewegung sind, nicht nur innerhalb unseres Verbandes, sondern auch überregional. Und ich glaube, dass das eigentlich eine tolle Möglichkeit ist, dass man die Leute herbringt und sagt, wir probieren das miteinander, stellen wir zusammen, machen wir den Plattler und vielleicht reicht es ja dann für eine Eintragung. Und es hat gereicht für den neuen Weltrekord im Hacken, Sägen und Platteln.